Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Wise Together. Und letztes Mal haben wir ja nicht gewusst, wo es lang geht. Da habe ich einfach mal ein paar Pokémon gefangen. Und wie es scheint, hat Kilian es durch diese Route geschafft, wo wir letztens reingegangen sind und ein paar Pokémon gefangen haben. Und deswegen gehen wir jetzt hier, denke ich, rechts weiter. Das kennen wir auch nicht. Das ist eine ziemlich große Brücke. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. So, rennen wir eigentlich? Ja, wir rennen. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Erstmal reden wir mal mit der netten Dame hier, wenn sie bei uns stehen bleiben würde. Jetzt haben wir dich. Als ich mich eben total abgehetzt habe, um die Eisenbahn in einem spontanen Wettlauf zu überholen, bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Jetzt brauche ich eine Verschnaufpause. Hier, das ist übrigens für dich. Nitro-Ladung, cool, das ist, glaube ich, ein. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Attacke. Die auch unser altes. Flitzer mal konnte. Oh, das wird wohl Team Plasma sein. Punkt, Punkt, Punkt. Komm. Wie du befohlen hast, Meister. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Dunkelstein an dich bringen können. Meine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N. Ach ja, ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihm keine Ruhe mehr finden. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welche die legendären Drachen-Pokémon ihr eigen nennen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen, um den rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitlen Narretei. Dabei wurde ihm doch die Berufung, der neue Held zu werden, in die Wiege gelegt und über diese von Kindesbeinen an eine Erziehung und Ausbildung zuteil, die einzig dem Ziel diente, ihn auf dem vorbestimmten Weg zu unterstützen. Selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Seine Gedankengänge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar. Und jenes leere Vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden den dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für alle Mal entreißen. So wird sich keiner dieser einfältigen Trainer uns je wieder in den Weg stellen und unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns alleine gehorchen. Hörst du? Uns alleine! Hahaha! Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn mein meisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer Lampform nach unserer Pfeife tanzen und all ihre Pokémon in die Freiheit entlassen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 100 und schließlich 1000. Weder der Champ noch die Arena-Leiter werden diese gewaltigen Aderlass Einhalt gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelreichendes Unrecht gebrandmarkt und geächtet werden. Selbst Menschen wie die arme Belle werden letztlich überzeugt sein, der Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen, wenn sie ihre Pokémon die Freiheit schenken. Die Welt wird ihr Antlitz unwiederbringlich ändern und das, was wir kannten, wird nie wieder sein. Nie wieder! Auch wenn du im Besitz dieses Steines bist, so bedeutet dies noch lange nicht, dass das legendäre Pokémon dich anerkennen wird und erst recht nicht, dass du das Zeug zum Helden hast. Solltest du jetzt jedoch einfach nicht übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen, so wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst beides brauchen. Oh, das war schon mal eine schöne Ansage von dem Herrn Zigis. Oder GSC, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Tonart. Pokémon, jetzt schauen wir erstmal, was für Pokémon wir eigentlich haben. Eistüte ist besiegt, das heißt, es gab auf jeden Fall schon mal einen etwas schwierigeren Kampf, glaube ich. Ich könnte mir nicht auch vorstellen, dass sonst unser Eistüte besiegt ist. Goldwild ist immer noch im Team. Dann tauschen wir den demnächst durch unseren Renekton aus. Und werden den auch auf Level 39 bringen, weil er dann, glaube ich, ein Level-Up bekommt. Hey, Pitcher!
Auf deine Position, gleich kommt Ball Nummer 1. Lecker, Schleuder, okay. Ich hab grad keine Ahnung, was Schleuder bringt. Was ich hier gerade an den Kopf gestellt habe, ist übrigens die TM56 Schleuder. Sie ermöglicht es, dem Ziel Schaden zuzufügen, indem Items nach ihnen geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei von dem geworfenen Item ab. Okay, es sagt mir jetzt absolut gar nichts, ob wie effektiv die Attacke ist. Wenn ich gewinne, musst du deinen Pokémon an mich abtreten. Tja, dann versuchen wir mal auf jeden Fall zu gewinnen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein Abklatsch unseres Renekton hat, ein Rokaiman. Level 36 eigentlich ganz cool. Versuchen wir es einfach mit der Kalklinge. Dürfte eigentlich direkt besiegt sein. Und dann hat auch unser Nick schon Level 40. Und Level 40. Die Bonitox. Wechseln wir auf jeden Fall das Pokémon zu Timon. Du könntest auf jeden Fall auch noch ein Level Up vertragen. Ah ja, genau, das ist Vieh. Versuchen wir es einfach mal einmal dran tanzen und dann auch mal mit der Tragenklaue ein bisschen drauf. Obwohl ich glaube. Oh, okay, das hat jetzt ein bisschen mehr abgezogen. Aber eigentlich möchte ich die Erfahrung doch an Timon abtreten, deswegen benutzen wir jetzt einfach einen Top-Trank Kumu-Milch. Ja, Kumu-Milch ist, glaube ich, das Beste. Veränderungen sind aufgehoben, bringt uns zwar jetzt gerade gar nichts. Ah doch, Initiative, klar. Geil, hau mal die Tarnklaue rein. Ich hoffe, das zieht jetzt gut ab. Ja, es geht. Ich hoffe, das überleben wir. Ja, ist auf jeden Fall kein Problem für Timon. Jetzt Glare Smog ist natürlich nicht so effektiv. Hätte fast ausgereicht. So, da haben wir es besiegt. Die Erfahrung geht an uns. Fehlt aber noch ein gutes Stück. Dann haben wir jetzt erstmal einen Tank rein. Wieder eine Packung Kumu-Milch. Die haben wir. Wo haben wir die Kumu-Milch? Da haben wir die Kumu-Milch. Auf die bringt es natürlich nichts. Und irgendwo ein Gegengift. Ich glaube, das war auch Gott, aber ich will eigentlich eine Beere benutzen. Paralyse, Vergiftung, da ist doch riesig Beere. Bei dir bringt es natürlich nichts. So, jetzt auch mal gucken, dass Timon jetzt vorne ist. Können wir irgendwie die ganzen Trainer hier auslassen und als erstes unser Renekton mit ins Team nehmen? Finde ich auf jeden Fall cool. Ah, nein, jetzt hast du mal ins Gerede reingelaufen. Oh, Black, hier entlang. Gesist, dieser Lügner. Mit seinem manipulativen Gerede will er nur alle hinters Licht führen. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kraft mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung einer als durch den Helden. Held? Drache? Legende? Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wohnen den Pokémon-Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, in das wir Menschen sie so schmählich gespannt haben.
Befreien? Die Pokémon? Drum hört, ihr guten Leute. Gründet mit uns Team Plasma jenes neues Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickten Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener Gesis sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollten wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht! Ohne meine Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Was soll das Ganze? Was er da gesagt hat, ist doch Unsinn. Die andere Region entstand damals, indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon diese Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns längst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, nicht aber seine Gefühle. Wollen wir, Plague? Lange nicht mehr gesehen, Lilia und Lysandra. Lauro und der Junge von neulich. Was denn? Was sucht der Champion hier, der die Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat? Pokémon-Liga den Rücken, also und seitdem die Lande durchstreift. Ich komme gleich zur Sache. Verrate mir alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Reshiram oder Zekrom? Warum interessiert dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser wenige Gesist doch gesagt, dass ein Trainer namens N Reshiram wieder erweckt habe. Oho. Und dieser Trainer mit dem Namen N hat Black aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Durch seine eigene Überzeugung will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lilia. Die Trainer sind es, die die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga. Oder sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück? Natürlich werde ich N besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Und was dich angeht, Black, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Orden von Twin Drake City und komm zur Pokémon-Liga. Aber sieh dich vor, der Arena-Leiter von Twin Drake City ist sehr stark. Also ich verlasse mich auf euch, Lysandra und Lilia. Ist er jetzt weg? Ob er in Ordnung ist? Er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lilia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen Einheit-Region. Black war der Name, richtig? Komm bitte mit zu mir nach Hause. Es ist wie Lauro gesagt hat, ich will dir alles über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lilia, wärst du so lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Reshiram und Zekrom, wie erzählen sie dir? Und ich fürchte dich... Ich führe dich durch Twin Drake City, hier entlang. Da geht's lang. Oh, endlich können wir jetzt unser Pokémon austauschen. Bevor das Ganze ein Ende findet, möchte ich doch noch einmal unseren Necken trainieren. Damals. Und Golbeat, oder wie das heißt, kommt raus. Dann gehen wir unser Pokémon heilen. Jetzt war es doch ziemlich schwachsinn, dass ich die ganzen Items für unseren guten Timon rausgehauen habe. Aber was soll's. So, jetzt schnell nochmal austauschen. Renekton hier. Auf den ersten Platz, dann muss auch unser Eishüte noch ein Level hoch. Fällt mir gerade ein. War das jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt gehen wir erstmal zurück, damit wir ein, zwei Trainer noch besiegen können, bevor der Part endet und hoffentlich noch die Entwicklung von Renekton mitbekommen. So, gegen euch zwei habe ich noch nicht. Gegen dich vielleicht.
Du willst also hier durch? Dann begrüße mich freundlich. Und auch noch ein Hokkaimen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass hier überall nur Hokkaimens sind. Und wie ich gerade feststellen muss, ist unser Renekton erst Anfang Level 38. Und natürlich benutzt er auch Schaufler. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich bezweifle, wenn ich ehrlich bin, dass er zweimal Schaufler benutzt. So, Angeberei stärkt auf jeden Fall mal unseren Angriff stark. Jetzt haben wir nur, dass unser Knirscher sitzt. Komm schon. Jawohl. Der dürfte auf jeden Fall reißen. Und Hochmut stärkt uns. So, Keks, da bleiben wir drin. Kampf gegen Boden, da müssen wir eigentlich ein Vorteil sein. Wenn wir Schaufeler schaffen, ja, und wir schaffen es natürlich auch. Jetzt frage ich mich natürlich, ob Renekton das zweimal schaffen muss. Ja. Und da haben wir uns selbst besiegt. Dann machen wir mit Timon weiter, dann bekommt er noch Level 40. Und wir machen direkt weiter mit Tatenklaue. Und das war's. Aber es gibt leider kaum Erfahrung. Ich mach kurz eine Pause, dann laufe ich ins Pokémon Center und heile unsere Pokémon und dann sehen wir uns hier und hoffentlich auch die Entwicklung von Renekton. So, da sind wir wieder und dann geht's auch direkt weiter mit dem nächsten Trainer. Und hoffentlich auch die Entwicklung, aber es wird knapp. Ein Zurückkex. Ich versuch's jetzt einfach mal mit der Dampfwalze. Ich habe die eigentlich noch nie benutzt und habe auch keine Ahnung, wie stark die ist. Aber die dürfte ja wohl nicht so schlecht sein. Nur der Turmkick wird etwas Schaden machen. Ja. Ich habe doch gewusst, dass ich eigentlich jetzt Schaufler benutzen sollen. Auf jeden Fall kommt dann Timon wieder rein. Dann bekommt wenigstens unser Timon das Level up. In dem Kampf. Und ich hätte vielleicht nicht Schaufler, sondern Drachenklaue benutzen sollen. Zermürben ist, glaube ich, nicht so stark gegen Timon. Nein. Und mit der Drachenklaue dürfte es das jetzt gewesen sein, wenn es sie trifft und sie trifft. Und Level up? Nein, natürlich nicht. Und jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Und da sind wir wieder. Und hoffentlich bekommen wir jetzt endlich mal einen Gegner, den wir mit Renekton besiegen können. Mein Gott, jetzt dann kämpfe auch gegen mich. Bei meinem Temperament und meinem Tempo kann mir niemand etwas anhaben. Das werden wir mal sehen. Ein Pokémon, Gladiantri. Dürfte schwer werden, aber versuchen es einfach mal wieder mit dem Schaufler. Ich hoffe, diesmal werden wir nicht besiegt. Unser Renekton ist ja zum Glück etwas schneller. Obwohl bei Cremasse ist es jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, hätten wir die abbekommen. Und ein One-Hit, Gott sei Dank. Aber für ein Level-Up reicht es leider noch lange nicht. Das heißt, wir müssen weiterkämpfen gegen euch zwei. Ist es ein Doppelkampf oder einfach nur mehrere Gegner? Ich hoffe, ein Doppelkampf, dann hätten wir direkt Timon und Renekton gelevelt. Zweimal Zorokeks.
Dann benutzen wir einmal Schaufler auf dieses Zorokex und einmal Drachenblaue auf dieses. So, das ist schon mal sehr effektiv. Nochmal Drachenblaue auf dich, dann müsste Super Sieg sein und das müsste eigentlich auch direkt One-Hit sein. Oder auch nicht. Timon hat schon mal das Level up. Und bitte überlebe es. Nein, natürlich nicht. Dann kommt dafür die Eistüte jetzt rein. Benutzen wir den Eisstrahl. Und Drachenblaue, mal schauen, was schneller ist. Unser Timon. Gibt relativ wenig Erfahrung, muss ich sagen. Gibt es hier auch noch einen Trainer, den ich hätte besiegen können? Ja, wir haben ja schon alle besiegt. Dann mache ich mal nochmal eine kurze Pause und dann schaue ich mal, wo wir noch mal kurz trainieren. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt einfach ins Gras gegangen und hab da Kraut ein Ohr doch gefunden. Das dürfte ja eigentlich jetzt reichen, um unseren Relikten aufzuleveln. Unlicht dürfte, also Knirscher dürfte eigentlich vollkommen ausreichen, um uns das Ohr doch zu besiegen. Lebt drauf, keine Ahnung, was das bringt. So, jetzt noch einmal, dann dürfte es das gewesen sein. Rücken hat sich verliebt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber egal, Knirscher kommt durch. Und, oh doch, überlebt knapp. Necken ist immer noch verliebt und greift deswegen nicht an, das finde ich super. Aber es hat sich selbst besiegt, das ist ja noch besser. Und da haben wir das Level up und die Entwicklung bleibt aus. Gut, dann tue ich jetzt offscreen noch Renekton auf Level 40 bringen und Eistüte. Und auch Petri. Und falls eine Entwicklung ist, mache ich einfach dann wieder den Part an. So, willkommen zurück. Wir haben Renekton auf Level 40 gebracht und dann passiert das, was passieren sollte. Es entwickelt sich. Dann schauen wir uns das jetzt Ganze doch mal an. Achso, ich muss nochmal draufklicken. Dann habe ich Renekton auch noch einen neuen Angriff beigebracht, wo ich Angeberei verlernt habe, obwohl ich glaube, dass Angeberei mit Schmarotzer, was es neu erlernt hat, sogar eine ganz interessante Kombination gewesen wäre. Da haben wir das Rapigator. Und dann trainiere ich die anderen zwei jetzt noch auf Level 40. Ich glaube, davon entwickelt sich keiner, deswegen verabschiede ich mich hier. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian. Auf Wiedersehen.